Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu mal was anderem, was wieder mal was ganz Neues, zwar einen Unboxing schon, ist aber schon off, ja, als Einleitung für ein Spiel, für eine Gameplay-Review. Und zwar habe ich von Capcom bekommen, sieht man das vielleicht, so, da seht ihr das, Street Fighter 5. Das ist jetzt noch nicht so erwähnenswert, da hätte ich ja jetzt einfach nur eine Gameplay-Review machen können oder einen Livestream. Aber ich habe hier noch dieses gekriegt. Seht ihr das? Das habe ich gerade immer schon mal reingeguckt und das möchte ich gerne mit euch hier mal aufmachen. Da sind jetzt Charakterkarten bei von den Charakteren. Unterm Video werdet ihr auch die Daten zum Street Fighter 5 finden, weil es wird kein Day One DLC geben. Was noch? Und einige Sachen vom neuen Street Fighter werden jetzt im Laufe der nächsten Zeit erst erscheinen. Die Daten werde ich euch unten reinschreiben. Aha, hier steht Power, alle drum und dran. Birdie. Ein fetter Zutätowierter. Gamey kenne ich noch von früher. Wo die dazu kam, kam auch Fai Long dazu. Und da haben wir den hinten halt dann nochmal, oh, so Gamey und dann so die Werte. Was hatten die hier ganz schnell? Mobilität, ja, das glaube ich. Power hat sie no, auch ordentlich, aber halt nicht komplett. Power ist Birdie natürlich ganz hoch und... Oh. Okay. So, Shang-Li, die kennen wir doch alle noch von früher. Dai 7, wie sieht denn der jetzt aus? Seit wann hatten Dai 7 ein Bart? Postet das mal bitte runter in die Videobeschreibung. Wenn ihr Street Fighter ausspielt, Videobeschreibung, in Kommentare, seit wann Dai 7 hier ein Bart hat. Also so kenne ich den ja gar nicht. Der sieht ja aus wie aus dem... Da hinten auch. Ja. Sieht ja aus wie aus einem Tempel ausgebrochen da. Den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Fuck. Falsch ausgesprochen. Fang. F-A-N-G mit Punkten dazwischen. Der sieht aber auch aus, als wenn er was flinket kann. Power. Hm. Da unten steht's. Fang. Karin. Die sagt mir jetzt aber auch nix. Karin. Ken, na klar. Ken kennen wir noch alle. Da gibt's auch eine richtig geile Serie zu Street Fighter von mit echten Schauspielern. Ich werde mal gucken, wie das heißt, Street Fighter noch irgendwas. Ich werde euch mal den Namen unten drunter posten und einen Amazon-Link, weil die gibt's auf Blu-ray. Richtig geil. Das ist die Geschichte von Ken und Roy, Ryu. Ja? Ich sage immer Roy, ich weiß, ist Fehler von mir. Absolut genial, kann ich euch echt nur empfehlen. Selbst wenn für nicht Street Fighter-Fans. Wenn ihr einfach nur Action haben wollt, ist absolut geil. Laura, auch eine, die ich jetzt nicht wirklich kenne. Ich habe zwar Street Fighter 4 auch, aber auf der PS3 und auch dieses Turbo oder diese Erweiterung, aber irgendwie, einige sind hier komplett, ich weiß jetzt nicht, welche komplett neu sind, aber einige sind an mir vorbeigegangen. Die habe ich auch nicht benutzt im alten, auf der PS3. Ich war da einfach bei den Standardleuten, Mr. Bison. Den habe ich früher als Standardkämpfer genommen und bin vom Beißen, weil der auch hier, da sieht man auch Powerbewertung, also der hat hier ordentlich, ja, bin ich vom Beißen auf Ryu gegangen und dann Evil Ryu und Normal Ryu, ja. Nash kenne ich auch nicht. Ach doch, wenn ich hier hinten angucke, doch, das ist der mit der Powerlocke, doch. Mit Olla. Nakali. Ah, das ist der.
Das ist der hier, wie heißt der? Capoeira-Typ. Rasch. Rashid. Wer ist ein Rashid? Der hat nicht so eine gute Bewertung gerade. Hier sehe ich gerade Mobilität hat aber nicht mehr hoch. Also Rashid kenne ich nicht. Also jetzt müsst ihr wirklich mal aus, eigentlich jetzt müsst ihr jetzt aus jedem Land hier jener mit bei sein. Mika kenne ich auch, die mit dem Knackarsch. Remika ist jetzt viermal drin. Remika hat die auch die gleiche Bewertung. Ist nochmal Remika. Hat doch die gleichen Bewertungen. So, Handy aus. Ist aber, glaube ich, denke ich mal, nur ein Versehen, dass Remika zweimal drin ist. So, Roy, also Ryu. Das ist ja mein Charakter, den ich immer genommen hatte. Oh, das sieht aber hinten, sieht das geil aus. Ich bin mal gespannt, wie das auf der PS4 rüberkommt. Vega. Wo ist denn Zangief? Ja, Zangief habe ich noch, aber wo ist Zagat? Hier ist Vega. Ich glaube, weil die immer doppelt ist, fehlt das von Zangief habe ich hier, der Russe. Aber jetzt fehlt ja noch Zagat. Auch einer von meinen Lieblingskämpfern gewesen. Ich hab ja Street Fighter damals gesuchtet. Auf dem Super Nintendo und auf dem Mega Drive. Was auch kaum einer weiß, es gab Street Fighter. Das war Super Street Fighter, um genau zu sein. Es gab es auf dem Mega Drive. Und ich habe es auf dem Mega Drive damals gesuchtet. Ich hatte auch diesen Controller mit den sechs Knöpfen, weil der normale Mega Drive hat ja nur drei Knöpfe, der Controller. Und ich hatte ja diesen erweiterten Controller. Ja, das ist halt das Heft. Wie gesagt, heute werde ich nicht dazu kommen, Street Fighter aufzunehmen. Weil ich jetzt hier erstmal Haushalt machen muss und putzen muss und hast nicht gesehen, ich bin auch gerade erst drin, ich muss in knapp 2 Stunden schon los oder 3 Stunden meine Tochter holen. Und deswegen werde ich heute nicht zum Aufnehmen kommen. Heute Abend werde ich mit Onkel für die O's The Walking Dead machen, also Spoiler TV. Das wird dann auch wahrscheinlich ab nächster Woche dann auf Mittwoch verlagert. Müssen wir mal gucken. Deswegen werde ich jetzt die Tage nicht dazu kommen. Ich habe ab 18. habe ich vernünftig Internet. Ich werde versuchen, dieses Video, was ihr jetzt seht, pünktlich hochzuladen, dass es vielleicht morgen mit online kommt. Morgen am Mittwoch, den 17. Ja. Donnerstag, Freitag, Donnerstag, genau. Und Donnerstag habe ich, so wie es aussieht, wahrscheinlich das schnelle Internet. Wenn nicht klappt, könnt ihr euch am 17. und 18. Vormittag bis, sagen wir mal, bis späten Mittag zum 18. könnt ihr unter dieses Video posten, ob ihr einen Livestream sehen wollt. Weil ich wollte eigentlich eine Gameplay-Review machen, aber ich komme halt vor dem 18. definitiv nicht dazu. Und deswegen könnt ihr, habe ich mir so überlegt, als kleine Entschuldigung, könnt ihr euch aussuchen, ob ich meine Gameplay-Review diesmal wieder am PC, ganz normal an der PlayStation mache, wie immer, und dann halt meine Bewertung oder mein Fazit abgebe. Oder ob wir das alle zusammen machen und ich das Livestream werde, meinen ersten Eindruck vom Street Fighter 5. Und wenn das von euch jemand schon haben sollte, weil das ist ja seit heute im Handel, dann könnt ihr gerne auch, ich denke mal, das wird auch online möglich sein, könnt ihr euch gerne auch bei mir melden. Und dann können wir auch gerne gegeneinander spielen. Mach ich eine PlayStation Party auf, mach die verschlossen. Und dann können wir da auch gerne gegeneinander in 2 Runden spielen. Ist alles kein Problem. Wie gesagt, ich werde in die Videobeschreibung posten, was hier jetzt neu mit dazugekommen ist, beziehungsweise ab wann die einzelnen Sachen jetzt kommen werden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wie gesagt, stimmt fleißig ab. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Und wie gesagt, ich werde versuchen, dass es morgen online kommt. Ich werde es gleich bearbeiten. Ich werde dann hochladen. Ich werde dann zusehen, dass es morgen online ist. Vielleicht auch heute Abend. Am 16. abends. Muss ich gucken.
Wenn es online ist, von dem Moment, wo das Video online ist und ich euch zur Verfügung stelle, von dem Moment an bis zum 18.02. auf dem späten Mittag, sagen wir mal 15, 16 Uhr, habt ihr die Möglichkeit, euch zu entscheiden, ob ich am Donnerstag, den 18. abends, einen Livestream mache, also bei YouTube streame, oder ob ich es aufnehme und dann hochlade. Das ist jetzt eure Entscheidung, als kleine Entschuldigung, weil ich jetzt heute und morgen noch nicht dazu komme, aufzunehmen. Bis dahin verabschiede ich mich. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ahoi, sagt euer Odin.